Hallo, ich bin der Wolfgang Leitmaster, der Old Tippy aus dem Internet www.oldtippy.de und ich bin jetzt wieder hier in Matala auf Kreta in Griechenland zum zweiten Matala Festival 2012. Nach dem großen Erfolg des ersten Matala Festivals letztes Jahr, der Hippie Reunion, war es eigentlich klar, dass es eine Weiterführung des Festivals gibt. Wir freuen uns wieder sehr darauf und sind sehr gespannt, was passieren wird. Man hat sich hier große Mühe mit dem Programm gegeben. Man wird wieder viel Musik aus den 60er und 70ern haben, aber auch diesmal große griechische Stars und Kultur. Der Fischer Georgios, der den berühmten Spruch an die Kaimauer von Matala malte, "Today is life, tomorrow never comes" und damit den Matala Festivals ein Motto gegeben hat, ist im letzten Winter verstorben. Die Gemeinde hat ihm ein schönes Schild vor sein ehemaliges Haus gemacht. Vor einer Woche hat hier wieder ein Straßenmalfestival stattgefunden. Viele ansässige und auswärtige Künstler und auch Laien haben alle Straßen und natürlich die Plaza mit Straßenmalerei bemalt und das ist alles wieder sehr, sehr schön geworden. Allein daran haben schon über 1.500 Menschen teilgenommen. Hey, we going to Matala! Alles klar, das Festival ist fantastisch, la classe hier. And I love you guys so much. Good to you. Big love. Come see you. Thank you.
χαίρεσμα και για τον Άρν. Είναι ο άνθρωπος που είχε την ιδέα να φτιάξει ένα λεύκομα και να μαζέψει παλιούς χίπης μέσα σε αυτό με τις εμπειρίες του, το οποίο το παρουσιάσαμε πέρσι στην Εναρκτήρια Φεστιβάλ Μάταλα 2011. Να του δώσουμε λοιπόν το λόγο, να σεβαστούμε για λίγο κάποια πραγματάκια που θα μας πει και να υποσχεθούμε το ότι θα προσπαθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν στην δεκαετία του 60 και του 70, που έκαναν τα Μάταλα διεθνή προορισμό και που τα μηνύματά τους είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, όσοι τουλάχιστον επιθυμούν ακόμα θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στην περιοχή μας. Ο λόγος στον Άρν. Dear friends, 45 years ago, on my first travel to Greece, I came to Matala. At that time, Matala was a very little and poor village, but a famous meeting place for young people from all over the world. I had a marvelous time here in the caves and in the village. I will never forget these days. The people of Matala were very kind and hospitable. I have met many, many great humans here. Two of them I must mention. Especially Antuza Tsouritakis and Yorgos Germanakis. Antuza was the owner of the bakery and she was the good soul of the community of the caves. She was like a mother to us. She died 3 years ago. Yorgos, the fisherman, was a very nice person and a good friend of mine. Later he always said, the hippie time here in Matala was my university. Until his death, he always had a flower in the hair as a memory to this time. He has painted the slogan on the wall on the other side, today is life, tomorrow never comes. This sentence is also the slogan for the festival of this year. We want to live and celebrate it in the next days. And we should think of these wonderful persons, Mama and Yorgos. He died last winter. I should like to welcome all the guests who have come to Matala. I welcome especially, of course, the former inhabitants of the caves from the hippie time, who have found the way from far away, all over in the world, to the place of their youth here in Matala. I am a little bit proud that my small idea for a festival has become such big event. Many thanks to the municipality of Mieres. Of course, I know that Greece now has a big problems and is going through a very difficult time. Nevertheless, I hope we have wonderful days together, but we must think too of the old hippie sentence, make love, not war. There is much trouble in the world, and it would be a wonderful signal if the Matala Festival would be a symbol of peace and understanding now and in the future. And I say with much joy and thanks, Maria has opened the festival. I wish you a wonderful day. Thank you. Make it loud. It's a full moon. It's beautiful. This comes from Jesus Christ Superstar. I played the role of Judas in it. And this is his first song.
Hope you like it. You want to speak in English? Yeah.
English, Tony. Oh, really? Yes, Tony, we can talk in English if you want. Oh, with a British accent, huh? British accent or American accent? American get a bit of English too. Stage of Groffer. And you feel like, get book on me. Get book on you, love. So, Tony, what's up, man? You want to talk? Get out of here. Get out of here. Lola. Of course, we're going to... Ας τον απέξει. Πήρε και μου για κάμερα γιατί δεν απέξει. Ναι, αλλά... Αν κοιτάει από κάτω. Καινούργια είναι. Τι κοιτάς στο καμπαναριό από κάτω. Κοιτάει από πάνω τώρα, τα θέλει, δεν μπορώ να το δείξω. Ρίχτε, ναι. Κοίτα, ναι, ρε. Σκυλίσκα είναι. Τσάμπο, 5 ευρώ. Stolen from Africa, brought to America, fighting on a rubber, fighting on survival. I mean it when I analyze the stench. To me it makes a lot of sense. How the dread of Rasta was a buffalo soldier. Στο δρόμο σου δείχνει του γυμμένου βυζάρι το αξίδι.
you. Thank you so much. Festival 2012 ist vorüber. Nach den unerwartet 40.000 Besuchern im letzten Jahr kamen diesmal noch viel, viel mehr Besucher und haben 3 Tage friedlich und ohne die geringsten Vorkommnisse zusammen gefeiert. Das Bühnenprogramm war hochklassig und abwechslungsreich. Die kleinen Attraktionen für die Kinder und Familien in den Straßen und auf der Plaza waren sehr, sehr erlebenswert. Es war für jeden etwas geboten und es war ein großes Erlebnis,
mit dem Hintergrund der Kulisse des Felsens und der Höhlen von Matala. Die Gemeinde hat das Festival mit relativ geringen Geldmitteln organisiert, dafür mit umso mehr bürgerschaftlichem Engagement. Das Parken war frei, der Campingplatz war frei und natürlich gab es freien Eintritt für alle Veranstaltungen. Rundrum ein großer Erfolg, auch ein großer wirtschaftlicher Erfolg, ein positives Signal von Griechenland an Europa. Es ist möglich, wenn man zusammen etwas versucht auf die Beine zu stellen. Natürlich werden wir alle nächstes Jahr wieder hierher kommen.